Hallo meine Lieben, ich grüße euch ganz herzlich zu einem neuen Vlog. Wir sind gerade in Aufbruchstimmung. Die Michelle ist heute von der Schule gekommen. Heute ist bei uns nämlich Zeugnistag gewesen. Semesterzeugnis. Und wie schaut dein Zeugnis aus? Ja, auf jeden Fall. Wir sind angezogen. Ich und die Michelle müssen jetzt nämlich in die Schule, also ins Gymnasium. Wir werden sie nämlich heute anmelden. Und deswegen fahre ich jetzt gleich los. Der Papa ist auch schon da. Papa! Und ich werde jetzt auf jeden Fall die Michelle einpacken und losfahren. Es ist jetzt 13 Uhr irgendwas, wir haben um 14 Uhr einen Termin. Wir freuen uns. Also wir sind sehr, sehr, vor allem die Michelle, die ist richtig überdreht. Die freut sich richtig. Ja, ich habe jetzt alles eingepackt, die Zeugnisse und let's go, würde ich mal sagen. Also, bis später. So, meine Lieben, wir haben es jetzt geschafft. Wir haben jetzt die Michelle hier angemeldet und ja, die Michelle war so nervös. So süß, wie die Direktorin sie was gefragt hat und sie schon Tränen in den Augen hatte vor lauter Nervösheit. Du bist wie Patrick, weißt du, also meine Kinder haben so eine Eigenschaft, wenn sie nervös sind, dann sind sie arrogant, so ein bisschen hochnäsig. Warst du ein bisschen, gell? Ja, du warst dann so, weil du dich so extrem versuchst zusammenzureißen, dass es schon so fast ein bisschen arrogant rüberkommt. Und ich dachte mir so, oh Gott, Michelle. Aber die Direktorin ist ja eine super nette und die hatte gleich gemerkt, dass du nervös bist. Wo versteckst du dich jetzt? Musst du weinen? Was lachst du? Was machst du da? What are you doing here? Sie weint. Sie lacht aber und weint. Komm schon, ist ja nicht so schlimm. Ich bin auch nervös gewesen. Michelle, ich war auch nervös. Warum? Hä, wie geht das? Lachen und weinen. What? Kamera. Okay, bis später. So, meine Lieben, wir sind schon wieder zu Hause. Die Michelle hat sich auch schon wieder beruhigt. Ja, auf jeden Fall, sie war sehr nervös. Und ich habe jetzt schon was zum Mittagessen gekocht. Schaut mal, schaut das nicht lecker aus? Es ist vegane Bolognese, aber diesmal anstatt Sojaschnetzel mit Linsen. Voll geiles Rezept habe ich von der Tanja Cruz. Kennt ihr bestimmt, die postet das immer auf Instagram und die macht wirklich super geile Rezepte. Und zusätzlich gibt es ja noch einen Bohnenaufstrich mit Knoblauch und so, der muss noch gerührt werden. Oh, okay. Der kommt dann hier rein und dafür muss man noch Zwiebel anschwitzen. Ja, auf jeden Fall, wir werden jetzt mal essen und wir werden euch berichten, wie das geschmeckt hat. Schaut aber schon mega lecker aus, oder? Miam, miam, miam. Jetzt habe ich vergessen zu filmen. Schaut mal, also mir schmeckt das sehr gut. Ja, so schaut mein Rest aus. Dem Patrick schmeckt es nicht so gut mit Nudeln, deswegen ist der Patrick jetzt nur pur weg. Aber uns allen anderen schmeckt es eigentlich ganz gut. Oder? Wir können nicken. Sehr gut. So, meine Lieben, ich habe mich mittlerweile schon in meine chillige Klamotten geworfen. Okay, Überblendung des Grauens. Und bin jetzt hier in meinem Büro, weil ich jetzt mein Geburtstagsgeschenk aufbauen werde. Ich habe mir nämlich einen neuen iMac gekauft. Und die Michelle hat meinen bekommen. Was ist das für ein Tanz? Wie geht's dir, Michelle? Warum hast du heute geweint? Magst du es erklären? Na komm, erzähl mal. Wieso hast du geweint? Bitte, nicht, dass die Leute glauben, dass ich dich gezwungen habe. Nein, Mama hat mich nicht gezwungen. Ciao. Ciao. Baby Girl hat geweint. Ich glaube, sie war einfach so der Stress. Es war so ein Stressmoment, mit der Direktorin zu sprechen, dass dann im Auto der ganze Druck abgefallen ist. Das Witzige war ja, die Direktorin hat gefragt, was arbeiten denn die Eltern? Und sie wusste einfach nicht, was der Papa arbeitet. Ach, meine Mama ist YouTuberin. Und die Direktorin ist ja eine ganz coole, die kennt sich da aus, gell? Was macht deine Mama für Videos? Beauty? Oder was hat sie gesagt? Comedy? Die Direktorin kennt mich natürlich schon, oder sie kennt uns, weil der Patrick natürlich auch schon hier in diese Schule geht. Also die Michelle geht jetzt quasi ins Gymnasium, wo der Patrick dann geht. Und sie gehen dann, voll witzig für mich, ich habe dann zwei Kinder in einer Schule und zwei Kinder im Kindergarten. Weil bis jetzt waren alle immer irgendwo, gell? Ja,
Früher war der Party Volksschule, du im Kindergarten, Lara zu Hause. Und jetzt habe ich ein Kind im Gymnasium, ein Kind in der Volksschule, ein Kind im Kindergarten, ein Kind zu Hause. Holy crap. Bald werden. Ein Kind im Bauch fehlt noch. Nein. Was? Ich bin keine Geschwister, ich bin kein mehr. Du bist keine Geschwister? Nein. Aber ich hätte schon gern. Nein. Weißt du noch, wie du dich, als wir der Michelle erzählt haben, dass ich schwanger bin mit der ja. Luisa, hat sie gesagt, nein, nein, ich bin keine Geschwister. Nein, ich bin Bogen geschmissen. Aber wie sehr liebst du die Luisa jetzt? Das war aber die Lara, oder? Was? Nein, das war einfach die Luisa. Und wie sehr liebst du die Luisa jetzt? Ah, das ist früher. Ja, ein Baby noch. Ein kleines Geschwisterchen, das in deinen Haaren. Ich habe schon genug Haare. Ja, ich werde jetzt auf jeden Fall mein iMac hier ausbauen. Monster. Und ich muss deinen iMac noch aufsetzen. Das heißt, ich muss ihn komplett löschen, weil die Michelle hat jetzt meinen alten iMac bekommen. Hier ist aber jetzt leer, der Platz. Weil deine Frühlingsrollen sind fertig. Holst du sie aus dem Airfryer? So, ich habe, also meine Kamera ist jetzt ausgegangen. Ich habe jetzt schon den Akku getauscht. Und schaut mal, ist das nicht schön? Ich weiß nicht, ob ich das auf YouTube schon mal... Nein, habe ich noch gar nicht, nur auf Insta-Story. Meine Mom-Boss-Pläne habe ich hier hergestellt. Meine schwarze Edition, das war Black Friday Edition. Ja! Rosa, komm gleich! Und mein Girl-Boss-Pläne, bin aber komplett ausverkauft. Das ist jetzt nur so eine Erinnerungsstation. What? Ja, Hase. Der Patrick ist nicht runter. Magst du Michelle runter? Ja. Na gut. Ist der Patrick auch runter? Ja. Patrick, die Luisa mag zu dir. Ich mag zu dir. Langsam, ja? Patrick, kannst du ihr entgegenkommen? Tschüss. Hey, hilft dir die Lara runter, Luisa? Was ist jetzt? Luisa, magst du dich runter? Na. Nicht runter? Mama, du bist Hallo. Hallo. Ich bin da. Luisa mag doch nicht runter, gell? Magst du bei Mama bleiben? Die Mama macht ihren neuen Computer auf. Mhm. Ich habe mir nämlich jetzt zum Geburtstag einen neuen iMac gekauft, weil meiner war schon echt alt. Also ich habe den damals 2011 gekauft. Geh weg, Schatzi. Und für meine Bedürfnisse, also da gibt es was zum Ziehen. Für meine Bedürfnisse, für die ich ihn brauche, war er mir leider schon nicht mehr gut genug. Also Videoschneiden ging gerade so noch, aber ich möchte ja jetzt streamen. Also ein bisschen. Hey, schau, was ich da gefunden habe. Hast du das vielleicht da reingesteckt? Und dafür war er leider schon zu alt. Da ist er nämlich jetzt die ganze Zeit immer abgestürzt. Oh mein Gott! Eine Tastatur. Oh mein Gott, eine Tastatur. Lara, singst du? Lara singt. Singt die Lara? Lara, Barbie Girl. Und die Maus. Du singst das nur. Eine Magic Mouse. Eine Tastatur. Das Zubehör von den Mac-Produkten ist leider extrem empfindlich. Die gehen so schnell kaputt. Ich kann mich erinnern, also... Ich habe schon lange Zeit Fake Mäuse, also irgendwas anderes von einer anderen Marke gekauft, weil leider halten die nicht so lange. Vielleicht hält es jetzt besser, aber ja. Ich hoffe mal, dass es länger hält, weil es ja doch schön ausschaut. What's this? Ein Live-Cream? Schön. Wie ist das denn? Oh mein Gott. Das ist neu. Patrick, ich kann das sogar anstecken jetzt. That's new. Hey, Luisa, lass das. Gesundheit. Das braucht die Mama. Was ist das? Tschüss, Lara. Hörst du, Lara?
Hilfe! Also ich glaube, das ist das Handtuch, das dabei. Das nicht mehr kaputt machen. Ja. So, das kannst du wieder zusammenbauen. Sorry. So, das braucht man nicht da drin. Oh mein Gott, so schön verpackt. Bist du süß? So richtige Puzzleteile ist es drin, oder? So richtig cool. Und es ist kein ekliges Styropor, weißt du? Das ist irgendwie so laminiert oder so. Ich kann normalerweise nämlich kein Styropor angreifen. Ich finde es super eklig. Wenn es so quietscht. Wollt ihr mehr von der Tür sehen, oder? Sophie hat sich jetzt in den Karton gesetzt. Bitte halten Sie das fest. So, meine Lieben, während mein neuer iMac hier mit den neuesten Programmen von mir aufgeladen wird, also aufgeladen, installiert, meine ganze Creative Cloud, also mit den Programmen, die ich da arbeite, schneide ich jetzt mein Video. Ja, es ist schon ein bisschen spät, wenn ihr guckt, 19.23 Uhr. Aber leider hatte ich jetzt, wo ich so Kopfschmerzen aktuell. Fokus, also ja, Kopfschmerzen des Grauens habe ich jetzt aktuell. Und ja, wollte ich euch nochmal sagen. Auf jeden Fall, der iMac läuft. Ich mache hier alles voll, damit er voll funktionsfähig ist. Und währenddessen schneide ich schnell mein Video. Und deswegen, ja, ich höre auf zu reden, weil mein Kopf brummt so stark.